Das ist Veronika. Sie ist eine Sozialwissenschaftlerin und untersucht die Veränderungen im Verhalten der österreichischen Bevölkerung. Medienkonsum, Hobbys, Glauben. Dazu benötigt sie eine Menge Daten. Viele hat sie schon gesammelt. Die Deadline rückt näher und mehr Datensätze werden gebraucht. Es ist wichtig, dass sie in einem brauchbaren Format vorliegen. Eine andere Forschungsgruppe hat genau die benötigten Daten erhoben, aber der Zugriff ist stark eingeschränkt. Wir sind umgeben von Daten, aber Teilen ist noch nicht Bestandteil unserer Datenkultur. Das erschwert das Leben von Forschenden, Studierenden, aber auch Geldgebenden. Daten aus finanzierten Projekten sollen genutzt werden, von einer großen Zahl an Menschen. Hier kommt AUSTER, der Austrian Social Science Data Archive, ins Spiel. Wie hat sich Medienkonsum der österreichischen Bevölkerung verändert? Welche Medien finden Österreicherinnen und Österreicher besonders vertrauenswürdig? Besuchen weniger Menschen das Kino als noch vor 20 Jahren? Auch die Analyse von Vorlieben in den Bereichen Freizeit und Erholung ist von sozialwissenschaftlichem Interesse. Was für Menschen wichtig ist, ihre Werte, Einstellungen und Ideologie, kann ermittelt werden, indem man Wahlen und Wahlverhalten betrachtet. Wie hat sich das Vertrauen in demokratische Institutionen verändert? Ein wichtiges Thema im Bereich des Wertewandels ist Religion. Wie hat sich die Zahl der Kirchenbesuche in den letzten Jahrzehnten entwickelt? Warum also brauchen wir das Austrian Social Science Data Archive? AUSTER sammelt, archiviert und macht sozialwissenschaftliche Daten zugänglich. Das Kombinieren unterschiedlicher Daten schafft einen neuen Datensatz, der wiederum bei AUSTER archiviert werden kann. Daten teilen und zusammenzuarbeiten stärkt die Sozialwissenschaften in Österreich und macht die Arbeit Einzelner noch sichtbarer. Das Team von AUSTER will aktiv diese Kultur des Teilens mitgestalten. Forschende können AUSTER per Telefon, E-Mail oder persönlich kontaktieren. Wir führen durch den Archivierungsprozess und erklären, welche Unterlagen wir für die Archivierung benötigen. AUSTER führt Datenchecks durch, damit die Daten für andere verständlich und nachvollziehbar sind. Diese Datensätze sind nicht nur für Forschende zugänglich, jeder kann bei AUSTER archivierte Daten nutzen. AUSTER stellt kostenlos qualitativ hochwertige Daten zur Verfügung und bietet nutzerfreundliche Lösungen an drei Standorten in Österreich.